Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute nehmen wir euch einfach mal mit durch einen kompletten Tag in der Woche quasi bei mir im Leben mit Diabetes. Ich bin gerade eben aufgestanden, hatte einen Wert von so 90, 100 um den Dreh, jetzt ist halt ein bisschen leicht angestiegen. Gleich geht es dann um 7.50 Uhr für mich in die Schule, ich bin um 6.30 Uhr hat der Wecker geklingelt und jetzt um 20 nach 7 muss ich mich dann auch beeilen, dass ich da gleich in die Schule komme, denn dann schreibe ich gleich in der ersten bis dritten Stunde auch schon noch eine Englischklausur, deswegen wir sehen uns danach. Die Englischklausur habe ich jetzt hinter mich gebracht, hat meiner Meinung nach auch, glaube ich, relativ gut funktioniert alles. Vorher habe ich zu Hause noch einen Toast gegessen, ich esse immer morgens so ein Brot, irgendwie 20, 25 Gramm Kohlenhydrate, dann habe ich noch zwei Pausen im Vormittag in der Schule, esse ich dann noch zwei weitere Sachen, das heißt ein zweites Brot habe ich jetzt gerade auch schon gegessen, dann vor der Klausur habe ich dafür ein bisschen weniger Kohlenhydrate dann eingegeben, bin dann so zwischenzeitlich auf 200, 230 irgendwie hochgekommen und dann jetzt aber wieder passend in den Zielbereich navigiert worden von meiner Insulinpumpe in Verbindung mit meinem Sensor, den ich jeden Tag eben trage. Auf die Kombination kann ich mich immer sehr gut verlassen und bin sehr froh, die eben zu haben. Und dann geht der Tag jetzt auch gleich schon weiter. Ich habe eben noch einmal dann auch kalibriert direkt vor der Klausur, weil sonst mache ich das immer so im Laufe des Vormittages, weil ich den Sensor alle 12 Stunden kalibrieren muss. Und das ist dann eben so, quasi wenn ich das beim Einschlafen mache, ist das dann immer 10 Uhr, 11 Uhr in der Schule. Aber damit meine Pumpe mich dann nicht während der Klausur stört, habe ich das dann jetzt schon mal 2-3 Stunden eher gemacht, eben direkt vor der Schule. Mittlerweile aus der Schule nach Hause gekommen, um 2:30 hatte ich eben Schulschluss und es ist Freitag, das heißt, ich habe jetzt Wochenende, ich freue mich total, hatte dann eben schon Mittagessen, gab jetzt nur Brötchen, nachher gibt es dann nochmal was Warmes zu essen. In der Schule musste ich leider öfters dann schon Traumzucker essen, zum Glück eben nicht während der Klausur, weil das wäre echt ziemlich blöd gewesen, bisher habe ich das aber immer so hingekriegt, dass das eben noch nicht vorgekommen ist, aber danach musste ich irgendwie 2-3 Traumzucker-Lollis zu mir nehmen. Ich nehme nämlich immer, wenn ich irgendwie Traumzucker-Zucker brauche, dann nehme ich Traumzucker-Lollis. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, kann ich euch ja jetzt auch nochmal einblenden. Die finde ich auf jeden Fall super, die zerbröckeln nicht. Die kann man super leicht irgendwo reintun. Die gefallen mir auf jeden Fall echt gut, die Dinger. Dann beim Essen mache ich es immer so, dass ich eben die Kohlenhydrate mittlerweile schätze. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger gut, aber im Großen und Ganzen bin ich da relativ zufrieden dann eigentlich mit den Ergebnissen und dann gebe ich diese Kohlenhydrate einfach in meine Pumpe ein. Dort errechnet mein Bolus-Expert mir dann aufgrund meiner eingegebenen Faktoren das Insulin, was ich dann brauche. Nachdem ich jetzt also eben noch so ein bisschen bei mir im Zimmer gearbeitet habe, so ein paar Dinge mussten noch erledigt werden, haben wir dann alles zusammen Abendbrot gegessen, gab heute Wraps und ja, dann habe ich eben extra auch nochmal die Fanta eingeladen und so. Ich will euch einfach sagen, ich lasse mich im Alltag durch nichts irgendwie einschränken. Ich esse das, was alle anderen auch essen, worauf ich Hunger habe, das, worauf ich gerade eben irgendwie so Bock habe. Viele machen das ja auch so, dass sie dann irgendwie Fanta Zero, Cola Zero und so trinken, aber mir schmeckt es einfach nicht, deswegen trinke ich auch ganz normale Fanta und habe da irgendwie auch kein schlechtes Gewissen, muss man halt alles nur dementsprechend dann eingeben, abschätzen und dafür Insulin spritzen und dann läuft das ohne Probleme. Jetzt ist 7:30, jetzt fahre ich gerade noch zu einem Kumpel, da nochmal vorbeischauen und dann neigt sich der Tag auch schon wieder dem Ende zu. Ihr habt es gesehen, nachdem ich jetzt mit dem Auto auch wieder hier heile zu Hause angekommen bin, Autofahren klappt bei mir im Moment in letzter Zeit echt wirklich richtig gut. Ich darf jetzt auch seit ein paar Tagen endlich alleine fahren und macht auf jeden Fall mega Spaß. Auf jeden Fall bin ich dann jetzt nochmal an den Süßigkeiten-Schrank gegangen, denn ich liebe einfach Süßigkeiten und lasse mich in der Hinsicht eben auch nicht einschränken, sondern esse dann auch mal irgendwas, worauf ich gerade so Lust habe, auch wenn ich in dem Moment dann nicht unbedingt was bräuchte, also nicht unterzuckert bin, sondern einfach nur, weil ich dann Bock drauf habe.
Ich sitze jetzt mittlerweile hier auf dem Bett. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Es ist schon wieder viel zu spät, beziehungsweise der neue Tag ist schon wieder angebrochen. Ich wollte eigentlich eher ins Bett, aber wie das so ist, dann habe ich es irgendwie doch wieder nicht geschafft. Was den Diabetes angeht, war es eigentlich ein relativ durchschnittlicher Tag. Manchmal habe ich noch bessere Tage, aber manchmal eben auch schlechtere. Generell bleibt zu sagen, der Diabetes ist bei jedem irgendwie unterschiedlich und auch bei mir gleicht eigentlich kein Tag dem anderen, aber das war, glaube ich, mal so ein Einblick, wie es so meistens irgendwie abläuft. Der Diabetes rückt da bei mir oft, sehr oft in den Hintergrund. Ich muss quasi ja nur zweimal am Tag meinen Blutzucker wirklich messen, beziehungsweise eventuell noch ein drittes oder viertes Mal, aber kommt meistens eigentlich nicht so oft vor, dann immer meine Kohlenhydrate in die Insulinpumpe eingeben und an sich war es das dann auch schon. Dreimal alle drei Tage wechsle ich meinen Katheter hier am Bauch und dann habe ich auch noch meinen Sensor, den ich eben alle 7 Tage wechseln muss. Meine Diabetes-Therapie passe ich irgendwie mal an, wenn ich irgendwie Zeit habe oder dann immer beim Diabetologen und das ist auch so der Umgang, den ich anderen empfehlen würde. Ich kann das aufgrund meiner technischen Möglichkeiten natürlich in diesem Umfang machen, dass es dann sehr oft in den Hintergrund rückt, wenn ich irgendwie schlechte Werte habe oder so, dann bekomme ich immer Alarme von meiner Insulinpumpe, die mir wirklich im Alltag sehr weiterhelfen. Aber auch sonst kann man das, glaube ich, so hinkriegen, auch wenn man mit einem Insulinpen spritzt, dann darf man sich da, glaube ich, im Alltag nicht immer allzu viele Gedanken machen, sondern muss auch weiterhin das Leben genießen, sich nicht zu sehr einschränken zu lassen. Ich hoffe, das konnte ich heute auch zeigen, dass ich das auf gar keinen Fall mache. Ich mache alles, worauf ich Bock habe, fahre Auto, esse Süßigkeiten und ja, esse sonst auch all das, was ich sonst so auf den Teller bekomme. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Und dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.